Hallo. Willkommen im Land des Raki und der guten Laune. Rakia. Bei Marios Erkundungstour durch Albanien ist schnell klar geworden, das Land hat diese Seite. Hier hat man noch ein Herz für Tiere. Hier kann die Kuh noch da stehen, wo sie möchte. Hallo. Und dann noch die Seite des Postkarten-Albaniens. Die urige Variante mit 4-Sterne-Hotels ab 50 Euro pro Tag, so wie hier. Es sieht einfach aus wie Italien vor 50 Jahren. Oder die Karibik-Variante mit Luxushotels für 170 Euro und weißen Stränden, so wie hier. Das ist schon ein unfassbarer Traum hier. Und natürlich gibt es noch die schönen Berge. Das ist mal richtig beeindruckend. Wir stehen gerade über den Wolken und schauen aufs Meer runter. Und manchmal gibt es auch das hier. Also, eins kann man festhalten, Albanien ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. In vielerlei Hinsicht ist das Land mit seinen fast 3 Millionen Einwohnern ein Abenteuer. Besonders der Umgang mit Neubauten und Ruinen. Dieses Apartment wurde erst vor 3 Jahren fertiggestellt. Erste Reihe, wie man sieht, weil dieses Gebäude darf nicht mehr fertig gebaut werden. Weil Albanien will ja in die EU. Das heißt, das ist zu nah am Strand. Das Gebäude stand zwar zuerst, aber jetzt ist eben das hier die erste Reihe. So ist das halt, ne? Man muss halt wissen, wie. Und von der ersten Reihe braucht man natürlich auch eine gute Sicht aufs Meer. Und das löst man in Albanien so. Damit man auch immer einen guten Blick hat, baut man halt das Erdgeschoss auch einfach nicht aus. Lässt man so, weil man will ja keinem zumuten, dass man direkt auf die Bauruine schaut. Schön, oder? Das Erdgeschoss bleibt roh und das Dach wird zur Waschküche. Alles ein bisschen anders hier. Aber trotzdem eine Reise wert, vor allem mit dem Auto. Wobei die Reisenden ein paar Dinge beachten sollten. Zunächst einmal nimmt man es hier mit der Sicherheit ein wenig anders als in Deutschland. Das ist natürlich ein Knaller, oder? Das ist einfach ein offener Gullideckel, der hier so mitten auf der Straße ist. Wenn du da mit der Karre drüber fährst, wenn du nicht aufpasst, eine Sekunde lang, dann kannst du den Mietwagen danach direkt auf den Schrottplatz bringen. Hallo? Zudem wird die Straße mit anderen Teilnehmern sehr gerne geteilt. Da gibt es Ziegen oder Maultiere. Welcome to Albania. Ist das geil. Oder auch Kühe auf der Straße. Alles ganz normal, erklärt uns Bäuerin Mirosha, die Besitzerin der Kühe, die, wie die meisten in Albanien, Englisch spricht. Zumindest teilweise. But they're running on the street. It's no problem? No? No. Ist normal? Ja? Yeah? Okay, also man kann Händen, können sie auch stehen, aber auch auf der Straße. Ja? Yeah? Si. Tja, in Albanien sind alle ein bisschen entspannter. Und vor allem eins, offenherzig. So auch der 80-jährige Molosch, der den ganzen Tag vor dem Café sitzt und seinen Raki trinkt. Albanian Raki. Ja? Is very good. Ja? Und wenn Mario dazukommt, dann wird das Schnapsglas geteilt. Wobei Molosch das Zeug deutlich besser verträgt. Lecker, oder? Molto forte. Molto forte. Molto forte for you. Ja. For me, no. No, okay. Forte. Also für mich sagt er, es ziemlich stark. Normal, for me. Okay. Normal. Für mich sagt er, es ziemlich stark. Für ihn sagt er, normal. Normal. Ja, für Molosch ist das alles normal. Für Mario ist Albanien eine ganz neue Erfahrung. Und die kann er trotz oder wegen unterschiedlichster Abenteuer als Reiseziel empfehlen. Ich mache kurze Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.